Hallo, ihr lieben Süßen. Im heutigen Video geht es darum, was ich mache, wenn die Nacht anbricht. Viel Spaß und los geht's. Heute kam ich sehr spät nach Hause. Ich war mit Freunden feiern bei Jochen um die Ecke im Imbiss. Oh, war das schön, wir haben ja schön gedaddelt, du. Oh, war das toll, du. Und nach so einer Nacht freut man sich endlich, die Sachen auszuziehen. Aber das Beste ist vor allem, wenn man die High Heels auszieht. Die, die ich anhab, sind meine Lieblings-High Heels. Die habe ich bei Amazon gekauft. Der Link ist in der Beschreibung. Die sind zwar sehr bequem, aber ich bekomme Plattfüße davon. Die bringen meine Füße um. Ich in mein Zimmer, denn mein Zimmer ist sowieso mein Lieblingsplatz in der Wohnung. Und dann ziehe ich mir die nervigen Klamotten aus. Die braucht doch eh keiner, oder? Na, na, nicht gucken. Wer guckt denn da? Augen zu. Der zweite Lieblingsplatz ist mein Bad und meine Badewanne. Ich lasse mir jetzt mal schön viel Spüli ein. Das ist gut für meine Haut. In meinem Einkleidezimmer suche ich mir die Sachen für zu Hause aus. Die schön, bequem und natürlich sexy. Ich glaube, ich ziehe das hier an. Das steht mir besonders gut und sehr bequem dazu. Eigentlich bestelle ich was im Internet, aber da es so spät ist, liefert leider keiner. No. Wenn keiner mehr liefert, mache ich mir was Schnelles. Dann ziehe ich mir eine Fleischwurst rein. Oder ich esse auch mal ab und zu ein rohes Ei. Und zum Nachspülen schnell ein kleines Schlückchen Körnchen. Jetzt widme ich meine Zeit euch. Was ich damit meine, ich beantworte Fragen bei Facebook. Lies eure Kommentare. Und zum Einschlafen brauche ich unbedingt meine Medizin, denn ohne die kann ich schlecht einschlafen. Bitte abonniert meinen Kanal und bitte gebt mir einen Daumen nach oben oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir 2 nach oben und ich möchte euch bitten, folgt mir doch bei Twitter und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich ungeschminkt aussehe. Das ist zwar in ganz seltenen Fällen, aber es kommt tatsächlich auch mal vor. So, meine lieben Süßen, ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss, eure Katja.